Ja, ich weiß, die IQ-Software. Fluch und Segen für viele, aber so kompliziert ist sie gar nicht, wenn man sich erstmal so ein bisschen reingefuchst hat. Im heutigen Video möchte ich mit euch ganz gerne mal die Einrichtung der IQ-Software von A bis Z einmal gemeinsam durchgehen. Ich habe extra alles zurückgesetzt, ich habe meinen Rechner neu aufgesetzt, das heißt, ich musste es so oder so nochmal frisch einrichten und da nehme ich euch einfach mal mit. Dann schauen wir uns doch einfach mal gemeinsam an, wie man die IQ-Software so bedient. Bevor wir damit anfangen, erstmal so ein Überblick über meinen PC. Ich habe hier das weiße Corsair 465X Gehäuse, dann die Corsair Vengeance RGB Pro und die 360er AIO mit dem super geilen LCD-Display. Außerdem noch einen Asus Strix X570F Gaming und die komplette RGB-Steuerung können wir eben unter anderem auch mit der IQ-Software machen und das wollen wir uns ja heute anschauen. Hierzu gebe ich jetzt einfach mal auf Google ganz klassisch einmal IQ ein, auf die Corsair-Seite gehen und hier unten rechts habt ihr eben den Download-Button für IQ4. Da einmal drauf drücken. Ihr müsst euch nicht zwingend registrieren, ihr könnt auch hier unten einfach auf die Schrift klicken. Dann wird das über Sprungen und wir warten jetzt einfach noch ein bisschen ab, bis sich die IQ-Software quasi einmal heruntergeladen hat. Dann installieren wir das Ganze und starten die IQ-Software zum ersten Mal. Und während wir die einrichten, habe ich selbstverständlich dann auch die Kamera wieder auf meinen PC gerichtet, sodass wir auch sehen, was wir da machen. So, der Download ist nun endlich abgeschlossen. Dann installieren wir die Software einmal komplett durch. Als erstes wählen wir die Installationssprache, die wir haben wollen. Wir nehmen selbstverständlich Deutsch. Wir klicken dann einfach ganz banal quasi einmal weiter, weiter fertigstellen. Wir haben hier noch zur Auswahl, ob wir das Ganze im Startmenü haben wollen, ob wir eine Desktop-Verknüpfung machen wollen und ob wir IQ nach der Installation starten möchten. Die Punkte sind hier schon angewählt, wir könnten die quasi abwählen, aber wir können es einmal so lassen, wie es ist. Dann kommt noch die Endnutzervereinbarung, hier stimmen wir natürlich zu, stimmen wir auch nochmal zu, dann warten wir kurz, bis es installiert ist und nach der Installation sehen wir dann quasi auch schon meinen PC und wir machen dann einfach mit der initialen Einrichtung der IQ-Software weiter. So, die IQ-Software ist jetzt fertiggestellt, wir können da einmal auf Fertigstellen drücken. Ich zeige euch da mal mit der Kamera, wie das Ganze jetzt erstmal aussieht, wenn ihr IQ vorher noch gar nicht installiert habt. So sieht das Ganze quasi aus. Also es ist überhaupt noch nichts eingerichtet. Ich denke, so können wir jetzt erstmal arbeiten. So sieht quasi die IQ-Software aus, wenn ihr sie zum ersten Mal startet. Das hier ist tatsächlich dann das Startmenü. Ihr habt hier schon ein paar vordefinierte Szenen, aber die würde ich jetzt einfach mal alle rauslöschen. Dann seht ihr eben hier auf der rechten Seite einmal mein Asus Notebook, meine RAM-Bänke, also mein Arbeitsspeicher und einmal die Pumpe an sich. Links unten habt ihr dann noch ein paar Temperatursensoren, die euch eben hier anhand von Graphen dann die aktuelle Temperatur anzeigen. Bevor ihr überhaupt irgendwie was macht, würde ich euch ganz, ganz dringend empfehlen, dass ihr als allerersten Schritt dafür sorgt, dass auch alle Lüfter und alle RGB-Bänke in der richtigen Reihenfolge dargestellt sind. Das machen wir, indem wir hier jetzt zum Beispiel auf die Arbeitsspeicher gehen und dann auf der linken Seite hier einmal auf Dim Setup klicken. Dann seht ihr hier eben auch schon die unterschiedlichen Farben. Da habt ihr hier einmal gelb, einmal blau, einmal rot und einmal grün. Und wenn ihr jetzt hier drauf schaut, dann ist die Anordnung hier aber anders. Das heißt also, wir ordnen jetzt die RAM-Bänke in der Software so an, wie sie bei uns im PC sind. Das heißt, der erste Slot ist der gelbe, der zweite Slot ist der blaue, der dritte ist der rote und der letzte ist der grüne. Das ist wichtig, falls ihr nämlich dann später irgendwelche Regenbogenwellen oder sonst irgendwelche fortlaufenden Effekte haben solltet, die dann eben blöd aussehen, wenn das nicht richtig gesetzt ist. Deshalb einfach am Anfang erstmal darauf achten, dass das passt. Das gleiche mit der Pumpe, das heißt, wir gehen auch hier einmal aufs Beleuchtungssetup. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Detail anschauen, dann seht ihr eben hier schon unterschiedliche Farben. RGB-Anschluss 1 zum Beispiel ist laut RGB-Software eben rot, gelb, grün. So, das können wir jetzt einmal kontrollieren, je nachdem, wie ihr das machen wollt. Ich möchte das ganz gerne so haben, dass ich hinten anfange, also dass quasi von hier über die oberen nach vorne geht. Der erste RGB-Anschluss für mich ist dann erstmal hier der blaue, dann der zweite ist dann der hellrosane, beziehungsweise der kräftig rosane, dann der hellrosane, dann gehen wir über den roten, gelben und grünen. Das heißt, die Anordnung jetzt quasi ist für mich schon mal richtig gesetzt. Hier seht ihr es auch nochmal. Also wir haben hier quasi blau als erstes, dann haben wir hier einmal das kräftige rosa, das weniger kräftige rosa, dann haben wir hier einmal rot, gelb und grün. Das empfehle ich euch, wie gesagt, immer als allererstes zu tun, denn das ist später wichtig für jegliche Effekte, damit das später auch gut aussieht. Wie schon gesagt, springen wir jetzt einmal zurück auf das Startmenü. Wir können auch mal das Asus Motherboard angucken. Hier ist quasi überhaupt nichts gesetzt. Hier könnten wir lediglich hier unten bei den Beleuchtungsgeschichten einmal einstellen, wie das Ganze reagieren soll, wenn IQ nicht aktiviert ist. Ich mache das mal zu und wir springen ins Startmenü. Also hier hätten wir jetzt theoretisch unsere Szenen. Hier oben drüber sind die Profile. Hier können wir unterschiedliche Profile anlegen. Ich bleibe jetzt aber mal beim Standardprofil vorerst und wir setzen doch jetzt hier einfach mal
Szenen. Das sind die vordefinierten. Ich würde die jetzt einfach mal alle erstellen. Dann hätte ich mir das Löschen eben auch sparen können. Dann gehen wir das Ganze doch einmal von unten durch. Wir haben hier einmal Standard Corsair Blau von dem Corsair One. Das ist so die CI-Farbe von dem Ganzen. Wenn ihr ein stimmiges Setting habt, dann sieht das sicherlich auch gut aus. Oder das Ganze hier einmal in so einem kräftigen Gelb. Wie gesagt, sorry, Freunde, das Ganze ist jetzt mit meinem iPhone 11 aufgenommen. Das heißt, was ihr hier jetzt seht, die Farben sind leider nicht so kräftig dargestellt, wie sie in Wirklichkeit sind. Denn die sind wirklich sehr, sehr schön. Dann haben wir hier nochmal ein statisches Rot. Jetzt hätten wir hier den Spiralregenbogen. Das sieht dann so aus. Die Farben sind schon richtig kräftig. Also am besten seht ihr das quasi hier und hier oben. Auf den RAM-Bänken seht ihr das nicht, aber ich sag's euch, die leuchten richtig kräftig. Dann haben wir hier die Regenbogenwelle. Und genau das ist nämlich jetzt der Punkt, den ich vorhin angesprochen hatte. Denn wie ihr hier vielleicht sehen könnt an den RAM-Bänken, die gehen quasi von links nach rechts, ändern sich die Farben. Ganz leicht, ihr könnt es erahnen. Wenn wir das jetzt nicht richtig eingestellt hätten, dann hätte das jetzt nicht so geklappt. Das Ganze hier mit dem Regenbogen auch nochmal. Der Regenbogen in dem Fall ändert seine Farbe einfach nach und nach komplett. Dann haben wir hier noch einen Farbwechsel mit zwei Farben oder drei Farben, je nachdem. Die können wir dann eben auch frei bewegen. Wir haben hier Farbpuls, das ist quasi auch schon, wie der Name sagt. Das geht aus und in einer anderen Farbe eben wieder an. Dann haben wir hier noch die Farbwelle. Die ist ein bisschen sehr, sehr hektisch. Also das würde ich mir auf dem Schreibtisch nicht unbedingt gönnen wollen. Dann haben wir hier noch einmal Visier. Das ist jetzt eben in der Reihenfolge einmal komplett von links nach rechts durchgeht und eben wieder zurück. Aber auch wieder in der Reihenfolge. Deswegen wichtig, dass ihr die Anordnung schon richtig gesetzt habt. Dann habt ihr noch Regen. Regen ist auch super verspielt. Einmal CPU-Temperatur. Die CPU-Temperatur besagt quasi, dass die Lichter sich an die vordefinierten Werte, also grün, gelb und rot, die CPU-Temperatur gesamt in eurem Gehäuse einmal anzeigen. Das sind jetzt, wie gesagt, erst einmal die vordefinierten Szenen. Ihr habt aber selbstverständlich auch die Möglichkeit, das alles einmal manuell zu wählen. Dazu drückt ihr hier einmal auf das Plus-Symbol, um eine neue Szene zu erstellen und könnt hier einmal auf Benutzer definiert gehen. Bei Benutzer definiert könnt ihr dem Ganzen einen Namen geben, könnt euch erstmal grundsätzlich etwas aussuchen. Zum Beispiel fangen wir mal unten an mit einer statischen Farbe und hier könntet ihr euch dann dementsprechend eure gewünschte Farbe und die gewünschte Helligkeit aussuchen. Wir können hier mal von einem relativ weiß, zu so einem Türkis übergehen. Geben wir mal den äußeren Ring, grün, gelb, ins Rote, lila, blau und dann dementsprechend eben auch hellere Farben oder eben dunklere Farben. So, das ist richtig dunkel, wenn ihr richtig damit runtergeht. So, da seht ihr es. Mit Regen eben auch das Ganze. Ihr habt unten eine Farbpalette, die vordefiniert ist und diese Farben werden eben mit diesem Effekt versehen. Ihr habt zusätzlich noch die Möglichkeit, das Ganze in der Geschwindigkeit zu erhöhen. Dann sieht es so aus. So ist es vielleicht gar nicht mehr so blöd, wenn wir gerade Weihnachten haben. Oder wir drehen das einfach mal komplett runter. Dann ist es etwas entspannter. Aber wie gesagt, für mich persönlich noch ein bisschen zu aufgeregt. Farbwelle. Hier ist eben der interessante Punkt. Hier können wir nämlich aussuchen, in welche Richtung sich die Farbwelle verändern soll. Wie ihr jetzt nämlich hier seht zum Beispiel, seht ihr das, wie von links nach rechts gearbeitet wird. Und hier ist eben auch der Punkt nach rechts gesetzt in der Software. Das ist wichtig. Deswegen sagte ich vorhin, es ist wichtig, dass klar definiert ist, welche RAM-Bank welche Farbe hat. Also das Setup solltet ihr als erstes tun, sonst sieht es später komisch aus. Das könnt ihr nach rechts machen. Ihr könnt das Ganze aber auch nach links machen, dann laufen die Farben in diese Richtung. Ihr könnt das Ganze aber auch von unten nach oben machen, dann läuft das Ganze so hoch oder eben auch von oben nach unten. Das Ganze in der Geschwindigkeit einmal schneller oder eben halt ganz langsam, dann sieht das ungefähr so aus. Dann können wir uns natürlich aber hier auch nochmal die einzelnen erkannten Produkte anschauen. Also einmal das Asus Mainboard, aber wie schon gesagt, hier können wir eben relativ wenig machen. Unter Hardwarebeleuchtung, wichtig zu wissen, wenn die IQ-Software aus irgendeinem Grund bei euch jetzt nicht im Autostart ist, muss das System ja wissen, was es verwenden soll. Und da könntet ihr eben auch von Anfang an fest hinterlegen, was soll denn passieren, wenn ich IQ nicht gestartet habe. Dann könnt ihr euch hier noch die Kühlung anzeigen lassen. Das heißt, hier ist die Temperatur von euren RAM-Bänken. Jetzt kommt vielleicht ein bisschen Verwirrung auf, weil hier nur zwei Werte drin sind, einmal 45 und einmal 47 Grad. Das liegt daran, dass ich hier eigentlich nur zwei RAM-Bänke drin habe. Die anderen beiden sind nur Lightning Enhancement Kits. Das heißt, damit die RAM-Bänke nicht leer sind, kann man die eben zusätzlich kaufen. Da ist kein Speichermodul drin, das ist quasi einfach nur Licht, was in den Steckplatz passt. Hier könnt ihr euch nochmal Warnungen anzeigen lassen, beziehungsweise was soll denn passieren, wenn ihr einen gewissen Wert überschreitet, ausgehen, keine Ahnung, alles aufleuchten lassen und so weiter und so fort. Unter Geräteeinstellungen finde ich
ich sehr gut. Könnt ihr nämlich auch noch die Helligkeit runterschrauben, weil 100% ist schon sehr hell. 50% reichen da für mich zum Beispiel völlig aus. Deswegen stelle ich hier einfach die 50% ein und gut ist. Als nächsten Punkt haben wir jetzt aber wahrscheinlich das Beste an dem ganzen System, nämlich die CPU-Pumpe. Da haben wir jetzt nämlich einmal auch wieder die Beleuchtungseffekte, aber hier eben auch wieder der Hinweis, dass das nur mit deaktivierten Szenen funktioniert. Das Beleuchtungssetup, das hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt. Hier habt ihr dann einmal den Ring, wie der Ring eben aussieht. Das allerdings eben jetzt auch nochmal durch Szenen gesteuert. Deswegen könnte ich hier erstmal relativ wenig einstellen, ja. Hier dann auch nochmal die Hardwarebeleuchtung, sprich, wie soll das System reagieren, wenn nichts arbeitet. Und jetzt kommen wir zum Klasse-Part. Und somit werden wir jetzt einmal bei der Pumpe, beziehungsweise am Pumpenkopf. Hier können wir eben auch ganz unterschiedliche Sachen eintragen. Dann haben wir hier einmal Concentric. Wir hätten hier einmal Single Bar. Dann sieht das Ganze so aus. Wir können dann hier dementsprechend auch Bar Gradient. Das Ganze haben wir auch mit Fade Fill. Also quasi von unten nach oben einmal. Das seht ihr, könnt ihr hier eben dann auch dementsprechend einstellen, wie ihr das haben möchtet. Ihr könnt das Ganze auch nur als statischen Monitor hier haben. Da oben wird euch dann der Sensor eingeblendet. Also hier ist dann quasi der Sensor. Dann haben wir hier noch so einen Aperture-Effekt. Das heißt, wir haben hier natürlich auch den Hinweis anhand der Farben, wie denn die Temperatur ist. Ihr habt dann eure Label-Colors wieder und ihr habt dann hier eben diese drehende Bewegung. Hier so. Dynamic Bar, das heißt, die verändert sich quasi nur dann hier drin, auch wieder mit Farben. Sieht einfach alles so ein bisschen unterschiedlich aus. Hier würde sich dann so das Pattern füllen nach oben. Oder ihr habt hier so Doppelbalken. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Gefällt mir persönlich ziemlich gut, muss ich gestehen. Einmal komplett aus, wer es will. Aber dafür kauft man sich das Ding ja nicht. Dann haben wir hier nochmal Turbo. Das finde ich ehrlich gesagt total affig. Ich frage mich immer, wer das benutzt. Oder ihr habt eben einmal ganz unaufgeregt die Uhrzeit. Die Uhrzeit benutze ich zum Beispiel tatsächlich sehr gerne. Es gibt aber noch eine Sache, die benutze ich viel, viel lieber. Und die ist nämlich Bild oder GIF. Ihr könnt nämlich hier ganz frei, wie ihr Bock habt, diverse Bilder einfach drauflegen. Zum Beispiel haben wir hier das Corsair-Logo oder hier das IQ-Logo, das eigentlich in viel, viel mehr Farben ist. Nur das kommt halt wirklich so schlecht rüber, leider. Dann habt ihr das hier auch nochmal mit so ein paar, ja, mit so einem Blitzeffekt ringsherum. Ihr könnt aber auch selbstverständlich eure Bilder selber drauflegen. So, und dann suche ich euch da einfach mal kurz Bilder aus. Wir könnten doch zum Beispiel hier einmal mein Logo nehmen. Also wir drücken dann quasi einmal hier auf das Plus-Symbol, dann öffnet sich der Explorer. Ihr sucht euch dann dementsprechend eure Datei aus. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel das hier. Drück hier einmal öffnen, dann wird es eben eingeladen. Aber es ist jetzt, was die Ansicht angeht, viel zu groß. Das heißt, wir müssten das Ganze jetzt hier auch ein bisschen nehmen, verschieben, so dass das eben da reinpasst. Und dann sieht es ungefähr so aus. Ihr müsst es später einfach so machen, dass es da reinpasst und dass das einigermaßen gut aussieht. Ich kann das Ganze hier noch größer machen, sodass quasi nur mein Logo zu sehen wäre. Das Logo ist eigentlich grün, ihr seht es da jetzt halt weiß. Das sind jetzt aber erstmal nur Bilder. Wir können aber auch GIFs reinsetzen. Dann sieht das Ganze nämlich noch ein bisschen viel cooler aus. Bilder für IQ, dann könnt ihr hier nämlich GIFs reinladen, sowas zum Beispiel. Dann seht ihr hier den Dude, der sich die Stirn abwischt, was ziemlich passend ist bei aktuellen Temperaturen. Oder ihr nehmt hier die etwas verführerischer, bisschen sexy, ist auch ziemlich gut, wenn ich so wie weiterschau, dann ist das eigentlich alles relativ sexy, fällt mir gerade auf. Und die halt. Aber ich für meinen Teil, ich nehme auf jeden Fall die Uhr. Das jetzt erstmal dazu. Als nächsten Punkt haben wir hier den Punkt Kühlung. Ihr habt hier eure Lüfter, sprich alle Lüfter und die Pumpe, die in eurem System hinterlegt sind. Ich habe hier jetzt alles einmal auf balanciert gestellt und einmal die Pumpe auf leise. Ihr habt hier unterschiedlich Modi, leise, balanciert, intensiv und Nulldrehzahl. Wenn ihr das Ganze nämlich nachher in der Nulldrehzahl auswählt, dann werdet ihr nämlich merken, da solltet ihr vorher sicher gehen, dass die Lüfter auch tatsächlich auf 0 drehen können. 3 werden auf 0 gehen und der Rest bleibt so bei 600, 630 ungefähr. Die Lüfterkurve geht hier sauber nach unten und ihr könnt das Ganze eben auch komplett nullen. Ihr könnt hier dann auf den nächsten Punkt gehen, einmal auf Warnungen und könnt dann quasi hier unten einmal eure Warnungen einstellen. 70 Grad alle Lüfter auf 100%. Oder bei 70 Grad alle RGBs auslösen, bei 70 Grad Datei ausführen oder bei 70 Grad PC runterfahren nach so und so vielen Sekunden. Könnt ihr hier eben auch komplett frei einstellen und könnt aber hier auch unterschiedliche Warnungsprofile quasi einrichten. So Kinder, im Grunde war es das mit IQ. Ich weiß, das war jetzt schon ziemlich umfangreich, aber ich selber habe noch kein In-Depth-Video zu IQ gefunden auf YouTube. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher oder hoffe zumindest, dass es dem einen oder anderen auch hilft. Ich möchte das Video aber, obwohl es schon so lange ist, gerne noch mit was richtig Coolem abschließen, nämlich mit der Wallpaper Engine. Falls ihr nicht wisst, was es ist, zeige ich euch jetzt. Richtig cool und in Kombination mit IQ sieht das auch noch ultra geil aus. Aber springen wir erstmal in Steam
und dann sage ich euch mehr. Aber warum in Steam? Denn Wallpaper Engine gibt es nämlich hier auf Steam. Da haben wir das Ganze. Können wir ja mal ganz kurz gucken auf der Shopseite. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie viel es kostet. Arg teuer war es aber definitiv nicht. 3,99 €. Und glaubt mir, Freunde, wenn ihr Fans seid von Extravaganz, dann ist das genau das Richtige für euch. Ich habe das Ganze hier drauf. Wir gehen mal auf jetzt anwenden. Das muss jetzt einmal kurz 527 MB runterladen. Geht aber super schnell. Deswegen lädt es runter. In der Zwischenzeit könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video bisher fandet, ob ich solche Videos künftig unterteilen soll und mehrere Parts machen soll, also in mehreren Videos. Und wenn ihr Fragen zu IQ habt oder so, könnt ihr mir das ganz gerne unten in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr schon mal da unten unterwegs seid, könnt ihr auch ganz gerne den Abo-Button drücken. Dankeschön. Die ist jetzt quasi schon fertig und wir können das Ganze jetzt einmal hier verwenden. Dies ist eine kurze Einweisung, damit du ein paar wichtige Einstellungen vornehmen kannst. Alles, was du hier einstellst, kann es zu einem späteren Zeitpunkt in den Wallpaper Engine Einstellungen angepasst werden. Hier einmal die Sprache, das ist auf Deutsch, das ist okay so. Dann müsst ihr hier natürlich einstellen, wie gut aufgelöst das Ganze sein soll. Ich würde euch tatsächlich empfehlen, das an eure Hardware anzupassen. Das wisst ihr nämlich im Zweifelsfall eher als ich. Ich gehe mal hier auf Mittel. Dann haben wir hier unten noch, ganz, ganz wichtiger Punkt, das Aktivieren dieser Option synchronisiert die Farben deiner Hintergründe mit kompatiblen Razer Chroma oder Corsair IQ Geräten. Und genau das ist richtig cool. Dann startet das und sieht quasi einmal so aus. Hier müsst ihr jetzt erstmal auswählen, auf welchem Monitor das Ganze dann aktiviert sein soll. Ich habe zwei Monitore. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier einmal einen WQHD-Monitor und einmal einen Full-HD-Monitor. Zum Demonstrieren nehme ich jetzt nur mal den rechten, denn auf dem linken habe ich meist sowieso Inhalt drauflaufen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel YouTube schaue oder mal einen Film schaue oder ein Spiel schaue oder sonst irgendwas, ist es ja unnötig, dass da irgendwie was Animiertes im Hintergrund läuft, was da zusätzlich Ressourcen frisst. Deshalb nur auf meinem zweiten Monitor, wenn überhaupt. Deswegen wähle ich jetzt hier einmal die zwei aus. Ich gehe hier drauf, Hintergrund entfernen und gehe auf den zweiten Monitor und gehe hier einmal auf Hintergrund ändern. Hier könnt ihr jetzt mal die ganzen verrückten Dinge sehen, die ich mal so ausprobiert habe. Ich ziehe das jetzt mal groß. Die Wallpaper Engine ist eigentlich dafür da, um animierte Hintergrundbilder zu machen. Simple as that. Ihr könnt ja mal hier drauf drücken, dann passt sich das eben sofort an. Und wie ihr schon gemerkt habt, weil ich das eben in den Einstellungen so gesetzt habe, passt sich da automatisch auch die IQ-Software dementsprechend an, sodass das hier so aussieht, wie es aussieht. So, und da könnt ihr jetzt komplett durchdrehen. Ihr könnt euch so viele unterschiedliche Sachen aussuchen. Ich mache hier mal die Musik aus. Manche haben nämlich auch Musik, was ich überhaupt nicht verstehe. Und könnt euch das hier auswählen. Nicht alle haben diese IQ-Unterstützung, aber eben viele. Da würde ich euch einfach mal empfehlen. Ihr könnt da einfach mal frei rumschauen. Es gibt wirklich ziemlich coole Sachen. Hier jetzt zum Beispiel auch wieder. Da seht ihr das dann auch wieder angepasst. Einfach hier mit so ein paar Sparkle-Effekten. Die werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen. Sorry dafür. So ein Aurora-Effekt. Den seht ihr aber hier dann im Hintergrund hinter mir auch. Bacon für den Hunger zwischendurch. Keine Ahnung, ich habe es, glaube ich, gesehen und wollte es einfach nochmal drauf machen. Das finde ich ziemlich cool. Das hat mir gleich gefallen, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Aber mein absolutes Highlight, weil ich finde es so klasse, das gefällt mir so, so gut, ist das hier. Ist das cool oder was? Jetzt seht ihr nämlich zum Beispiel, dass der Hintergrund hier, dass die Farben sich mit dem RAM ändern oder mit dem kompletten PC ändern. Und deswegen, ich finde das richtig, richtig cool. Denn jetzt seht ihr zum Beispiel, wie das Blau zu dunkelblau wird. Hier genauso. Jetzt kommt das Lila langsam und hier auch. Und es geht hier so richtig schön runter. Ich finde es mega klasse. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich ganz genau, alles klar. Das wird mein Hintergrundbild. Also, schaut es euch gerne mal an. Ihr habt hier so unfassbar viel. Da könnt ihr euch so viel raussuchen. Es gibt hunderte, hunderttausende unterschiedliche, die ihr einfach haben könnt, die ihr euch auf euren Monitor legen könnt. Keine Ahnung, nehmen wir mal hier Into the Night. Ihr klickt hier einfach einmal auf Abonnieren. Dann lädt es kurz runter und peng, ist es da drauf. Wird alles angepasst. In dem Fall leider wieder mit Musik. Es ist absolut großartig. Ich benutze das richtig gerne. Ach, wisst ihr was? Ich bin in Gönnerlaune. Wenn das Video 50 Likes hat und wenn ich mindestens 10 Kommentare habe, dann wähle ich aus den Kommentaren einfach einen Gewinner aus und der kriegt das von mir einfach geschenkt. Okay, ist das ein Deal? Jetzt liegt es an euch. So, Freunde, das war's. Ich weiß, es war ein verflucht langes Video. Wenn ihr Fragen habt zu IQ, ich weiß, es kann sehr frustrierend sein, es kann sehr, sehr kompliziert sein, aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr Wünsche habt vielleicht nach irgendwelchen anderen Produkten, die ich hier gerne mal auf dem Kanal zeige, schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, was das in meinem Hintergrund ist, schreibt es mir in die Kommentare. Dann mache ich dazu vielleicht auch nochmal ein separates Video. Ist
ziemlich günstig, günstiger als ich selbst dachte. An dieser Stelle, Freunde, ihr wisst Bescheid, unten in die Kommentare, schreibt da rein, worauf ihr Bock habt. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Gruß freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert ganz gerne den Kanal, es ist 22.08 Uhr, ich laufe jetzt noch eine Runde mit dem Hund. Es ist hoffentlich etwas kühler draußen. Ich wünsche euch was, ich bin Ozan, ich bin raus. Ciao.